Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier geht es um Autismus und heute um das Thema Blickkontakt. In einer E-Mail wurde ich gefragt, wie ich es denn erklären könnte, dass ein erwachsener Mann im Autismus-Spektrum seine Betreuerinnen und Betreuer nicht anschaut. Dass es also ein auffälliges Blickkontaktverhalten gibt. Nun, für die Besonderheiten im Blickkontaktverhalten gibt es eine ganze Reihe von Erklärungen. Zunächst einmal können wir sagen, dass es angeboren ist, dass Neugeborene ohne Autismus Personen in die Augen schauen. Also sobald so ein Babychen seine Augen öffnet, schaut es gerne in Augen von anderen Menschen und viele Untersuchungen zeigen, es schaut länger in die Augen von anderen Menschen als sonst wohin im Raum. Und wenn das Babychen diesen Blickkontakt aufnimmt, dann werden Glücksbotenstoffe ausgeschüttet. Das sind Hormone und Neurotransmitter, also Übertragungsstoffe im Gehirn, und die sorgen dafür, dass sich das Babychen richtig gut fühlt. Also zunächst einmal, Blickkontakt aufzunehmen ist angeboren und wird tatsächlich auch neurologisch, biochemisch belohnt. Später dann wird der Blickkontakt kulturell geformt. Also man lernt bestimmte Aspekte des Blickkontaktverhaltens. Zum Beispiel wissen wir, dass es in einigen Kulturen nicht üblich ist, dass ein Mann eine Frau zu bestimmten Zeiten ein zweites Mal anschaut, wenn sie nicht ersten Grades verwandt sind. Wir wissen, dass es üblich ist, in bestimmten Gesprächssituationen auch den Blick abzuwenden, um nicht zu dominant zu erscheinen. Also das angeborene Blickkontaktverhalten wird dann kulturell geformt. Bei Menschen im Autismus-Spektrum scheint es so zu sein, dass diese biologische Anlage zum Blickkontakt einfach eingeschränkt ist oder gar nicht vorhanden ist. Das heißt, der Blickkontakt ist nicht per se so interessant. Und Menschen im Autismus-Spektrum werden auch nicht durch Glücksbotenstoffe so stark oder überhaupt belohnt, wenn sie Blickkontakt halten. Dadurch üben sie auch nicht so viel, aus den Augen des Gegenüber zu lesen. Es gibt um die Augen herum unglaublich viele Muskeln und das Spiel der Augen ist sehr ausdrucksstark und gibt uns ganz viel Informationen in der Kommunikation. Wenn ich das aber nicht lesen lerne, dann ist es eine Flut von Informationen, die mich eher überfordert, als mir Informationen gibt. Aus diesem Grund vermeiden viele Menschen im Autismus-Spektrum den Blickkontakt, denn der ist nicht per se etwas, was ihnen ein angenehmes Gefühl gibt, und sie können oftmals diese Informationen nicht gut lesen und fühlen sich dadurch überwältigt. Es gibt aber auch Menschen im Autismus-Spektrum, die halten einen unauffälligen Blickkontakt. Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.